Was geht, Jungs? Ich glaube, ich habe gerade das schlimmste Influencer-Produkt entdeckt, was es ihr zum Verkauf gibt. Und zwar, es gibt so eine amerikanische TikTokerin, die sich Chef P, Chef Pie, sowas nennt. Und sie verkauft eine Soße namens Pink Sauce. Wenn man die Soße das erste Mal anschaut, schaut es nicht nur so aus, als wäre es das Chemikalienbecken, das der Joker gefallen ist, sondern, wie sich herausstellt, ist es auch nicht sicher zum Essen. Damit wir jetzt überhaupt anfangen können, diese Soße zu behandeln, fangen wir es mal mit der Aufschrift an. Und da sind schon einige Fehler. Und zwar, da steht drauf, dass die Soße für 444 Portionen reicht und dabei nur 90 Kalorien hat. Außerdem sind noch viele Zutaten falsch geschrieben. Falls das noch nicht genug Red Flags für euch sind, die Pink Sauce sieht von Video zu Video komplett anders aus. Need to talk about pink sauce and why a lot of people are concerned for the people that have bought this sauce from the lady that makes it on TikTok. Because the hue of the sauce keeps changing. Every photo, every video, the sauce color looks different. Falls man sich jetzt überfragt, nach was die Pink Sauce schmeckt, das weiß man nicht. Die TikTokerin will nicht sagen, nach was es schmeckt, weil sie dann die Überraschung verdirbt. Viele werden jetzt fragen, was ist das Schlimme überhaupt an dieser Soße? Und zwar die Hauptzutat dieser Soße ist Milch. Was das bedeutet, die Soße wird ohne Kühlung geliefert, ohne Transportschutz und ohne Konservierungsstoffe. Das bedeutet mal ohne Transportschutz, die meisten finden ihre Flasche komplett explodiert bei sich auf, wenn sie sie aufmachen. Und dazu hält Milch ohne Konservierungsstoffe und ohne Kühlung gerade mal 2 bis 3 Stunden. Diese Soße wird über mehrere Tage bis Wochen verschickt. Das bedeutet, die Chancen stehen zu 0%, dass das Ganze den Versand überhaupt überlebt. Und dazu kostet das noch 20 Euro. Man bezahlt also 20 Euro, um am Ende abgelaufenes Rattengift zu bekommen. Es ist einfach ein komplettes Desaster. Bei den Leuten, die Pink Sauce dann wirklich zugeschickt bekommen haben, schaut das Ganze dann nicht mehr pink aus, sondern wie eine Mischung aus nuklearer Abfall und 10 Jahre abgelaufener McDonald's-Soße. Ich meine, was ist das? Ich sage nur, wenn jemand das isst, Gott möge ihm beistehen. Dazu kommt es noch, dass die TikTokerin, die diese Soße verkauft, das Ganze nicht mal der amerikanischen Lebensmittelbehörde FDA einen Test unterziehen hat lassen, um zu schauen, ob das Ganze überhaupt essbar ist. Das bedeutet, sie begeht eigentlich Verbrechen, wenn sie das Ganze so verkauft. Um das Ganze noch abzurunden, hat ein amerikanischer Lebensmittelwissenschaftler festgestellt, dass das Ganze Botulismus verursachen kann. Falls es jemand fragt, was ist Botulismus? Botulismus zählt zu einem der stärksten Nervengifte, der der Menschheit überhaupt bekannt ist. Das bestätigt meine Theorie, dass die Soße streng genommen ein Assassine in der Flasche ist, wofür man sogar noch Geld bezahlt. Um die Menschheit zu beruhigen, hat es die Erfinderin die Zutaten bekannt gegeben, aus denen die Pink Sauce gemacht sind. Und Überraschung, sie sind gefälscht. Bei den veröffentlichten Zutaten steht überhaupt nichts von Milch und auch nichts von gefährlichen Inhaltsstoffen, sondern so Zutaten wie Drachenfrucht, Honig, Mayo und solche Sachen halt. Wenn ihr die Pink Sauce wirklich bestellt habt, betet einfach, dass die Flasche beim Transport explodiert ist und ihr sie dann nicht essen müsst und am Ende des Tages noch leben könnt. Außerdem hat sie in einem Livestream gesagt, dass ihr Produkt der FDA nicht unterlegen ist, weil es keine Medizin ist. F in FDA steht für Food. Ich hoffe wirklich, dass keiner an dieser Soße krank geworden ist oder Schlimmeres. Und wenn doch, dann hoffe ich einfach, dass bald die ersten Klagen kommen werden. Das war's mit dem heutigen Video, aber wir sind noch nicht mit diesem Thema fertig, denn bald werde ich die Pink Sauce selber herstellen zu Hause mit den veröffentlichten Zutaten und mit den richtigen Zutaten, was sie nicht veröffentlicht hat sozusagen. Ich werde natürlich keine gefährlichen Inhaltsstoffe da reinballern, weil ich nicht sterben will, aber wir versuchen es so akkurat wie möglich nachzubauen. Also falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal jetzt schon mal und ich würde sagen, es gibt nichts mehr, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Also bis dahin, ciao.